So, you might think that hydroelectric power plants are boring, that there's nothing special about it, that you have seen it all, that you know all. Water comes in from one side, it enters a turbine, the turbine runs a generator, the generator produces electricity, and the water leaves the power plant. But what I'm going to show you here is something you probably haven't seen before. You might not believe it, but this is an Archimedean screw that produces electricity. In contrast to a normal Archimedean screw that lifts the water, here the screw is made to turn by the water. By the way, this is Kai. He runs the power plant and he will tell us more later. The screw alone produces 35,000 watts of electricity. Mein Name ist Wingenfeld Kai. Bin hier am Kraftwerk seit 1998 beschäftigt. Also wir sagen immer im Umgangssprachlichen, sagen wir eigentlich Schneckenkraftwerk. Und es ist eigentlich nach dem Unfall in Fukushima bei dem Atomkraftwerk ist es eigentlich recht aufgekommen mit Kleinkraftanlagen, eben mit Wasserkraft Strom zu produzieren. Und eigentlich wurden die in Kläranlagen verbaut, diese Schnecken, um Wasser hoch zu transportieren. Und es ist aber dann in dem Zug, dass man überall versucht hat, Energie zu gewinnen, hat man das für Kleinmengen an Wasserkraft, hat man das dann eben umgekehrt genutzt. Und das ist dann eben damals so entstanden. Also wir verarbeiten da jetzt 1500 Liter in der Sekunde. Unsere kann jetzt maximal 45 Kilowatt produzieren. Ja. That was the hydroelectric power plant in Bavaria, Germany. If you're impressed as I was, leave me a comment, or if you have any questions, you can also drop me a line.